Herzlich willkommen in der B-Jugendbezirksliga 7, wo es heute heißt Tondorf gegen Ahrensburg. Aufsteiger gegen Aufstiegsaspiranten, David gegen Goliath. Auf dem Papier eine klare Sache, doch gibt es heute die dicke Überraschung? Alle Augen sind heute auf Saidoo Diallo gerichtet. Das 14-jährige Top-Talent soll für Aufsehen sorgen. Zuerst der Underdog in Gelb mit der ersten Chance. Aber Ahrensburg-Keeper Lorenz von Beginn an wach und verhindert so den Tondorfer Führungstreffer. Im Gegenzug Ahrensburg mit dem ersten Angriff. Das Auge für Diallo und der trifft. 0:1 für Ahrensburg. Der Favorit geht in Führung. Und wer sollte das Tor machen, wenn nicht er? Saidoo Diallo von Concordia umworben. Doch das Talent liebäugelt mit einem Wechsel zum FC St. Pauli. Nächste Gelegenheit, wunderbarer Außenrisspass von Tobias Brachmann auf Kapitän Erik Bielisch. 1-gegen-1 Situation, er geht am Keeper vorbei und trifft nicht. Eine 100%ige Chance, den muss er einfach machen. So geht das nicht lange gut. Tondorf reagiert und wechselt bereits in der 10. Minute. Doch Ahrensburg weiter dominant. Diallo legt ab auf Brachmann und der braucht nur noch einzuschieben. 0:2. Der Tondorfer Beton scheint keine gute Qualität zu haben. Überall bieten sich Lücken, die Ahrensburg nutzt. Brachmann wird zum Toreschießen eingeladen. Und das lässt sich das zurückhaltende Kader Urgestein nicht nehmen. 0:2 für Ahrensburg. Ahrensburg klar spielbestimmt, mit mehr Ballbesitz und mit Alklever. 0:3. Kurz vor der Halbzeit der dritte Treffer für die Gäste. Tondorf hat keine Mittel, diese Offensive zu stoppen. Alklever, vor einem Jahr aus Syrien geflohen und mittlerweile fester Bestandteil der Mannschaft, überwindet Krotel und bringt Ahrensburg mit einem 3-Tore-Vorsprung in die Pause. Wir springen in die zweite Halbzeit. Freistoß Ahrensburg und die treffen schon wieder, das gibt's doch nicht. Keiner geht konsequent zum Ball. Torhüter Björn Krotel irritiert und schon steht's 0:4. Kapitän Erik Bielisch trauert seiner vergebenen Chance nicht hinterher, sondern macht's besser. Ist das der Genickbruch für Tondorf? Bei Tondorf Lohe liegen die Nerven blank. Vor allem bei Emanuel Bonsu. Der tritt nach, hat keine Chance an den Ball zu kommen. Rot, richtige Konsequenz vom bislang souveränen Schiedsrichter Förster. Trainer Max Wascher nimmt nach 80 Minuten Saidoo Diallo raus. Tolles Spiel abgeliefert, ein Tor, zwei Vorlagen. Mal sehen, wann St. Pauli hellhörig wird. Tondorf nur noch zu 10. Die Mannschaft gebrochen. Anders als David, Christian, Rettmann. 5:0. Ich werd bekloppt. Ahrensburg Nummer 13 mit guter Leistung hat viele tolle Pässe gespielt. Jetzt belohnt sich der Vizekapitän und Motivator mit seinem ersten Saisontreffer. Und wer denkt, Ahrensburg hat noch nicht genug, der irrt. Achtung, Alliteration. Ahrensburg, Alexander Alexandrovic, Andrejew macht das Ding rein. 0:6. Eine schallende Ohrfeige für den Aufsteiger, die hier 90 Minuten lang nicht den Hauch einer Chance hatten. Andrejew schießt seine Mannschaft damit auf den ersten Tabellenplatz. Sie dürften nicht ganz unzufrieden sein. Dann ist das Spiel zu Ende. David wird von Goliath durch dominantes Auftreten, Passsicherheit, gute Chancenauswertung und einen exzellent aufgelegten Saidoo Diallo bezwungen.